Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen zu unserem heutigen Kapitalmarktausblick und mit unserem Chefvolkswirt Carsten Mumm und mir, mein Name ist Christoph Hummel, hier bei Donner und Reuschel in Hamburg an diesem schönen Junitag. Europa nach der Wahl und vor entscheidenden Weichenstellungen. Das soll keine politische Sendung werden, aber Sie werden sich erinnern, bei unserem vergangenen Kapitalmarktausblick im Mai hatte ich das Thema Staatsverschuldung schon mal aufgegriffen. Und da eben die Staatsverschuldung und ganz allgemein staatliche Eingriffe oder Intervention in das Wirtschaftsgeschehen seit, ich glaube, man kann sagen, ganz sicher der großen Finanzmarktkrise immer stärker zunehmen, kommt man gar nicht mehr umhin. Wahlprogramme auf der einen Seite und natürlich gesellschaftliche Veränderungen auf der anderen, beziehungsweise deren Aus- und Wechselwirkung auf und in die Realwirtschaft genauer zu beobachten. Wir haben uns heute vier Kapitel ausgesucht, oder Carsten Mumm hat sich vier Kapitel ausgesucht. Und ich möchte Ihnen schnell mitteilen, was Sie heute in dieser Sendung erwarten wird. Zum einen werden wir reden über bemerkenswerte Europawahlen. Wir werden reden über den Fokus Frankreich bzw. die dort vorgezogenen Parlamentswahlen. Auch werden wir reden über die Parlamentswahlen in Großbritannien. Und zuletzt noch natürlich über die weiteren Perspektiven an den Kapitalmärkten. Und wie immer, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich Sie herzlich bitten, sollten Sie Fragen haben, und wir freuen uns sehr darüber, wenn Sie solche haben und die auch zu beantworten, freundlicherweise per Mail an folgende E-Mail-Adresse, wir blenden die auch schnell noch ein, zu richten, nämlich gpf-kapitalmarktausblick@donner-reuschel.de. Vielen Dank dafür bereits jetzt. Carsten, die Europawahlen sind rum. Wir haben sie als bemerkenswert bezeichnet. Und sie haben ungewohnt viel Aufmerksamkeit bewirkt. Mehr Aufmerksamkeit als früher. Wie lässt sich das erklären? Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist bei aller Sorge um die eine oder andere politische Entwicklung ja wirklich auch eine gute Nachricht, muss man sagen. Denn diese Aufmerksamkeit, die war nicht nur medial da, also wirklich deutlich mehr, als wir das von vergangenen Europawahlen bisher kannten, sondern man kann die auch in Zahlen ausdrücken, in Form der Wahlbeteiligung zum Beispiel. In Deutschland immerhin 65%. Das sind nochmal rund 5% mehr als bei der letzten Europawahl 2019. Und gleichzeitig muss man sagen, im EU-Durchschnitt 54% Wahlbeteiligung. Und es gibt eine riesengroße Spanne zwischen Kroatien 20% Wahlbeteiligung und Belgien mit 90% Wahlbeteiligung. In Belgien ist ja Brüssel. Also da spielt Europa mit Sicherheit eine ganz andere Rolle nochmal als in anderen Euro-Staaten. Aber ja, die Aufmerksamkeit war groß. Und das liegt in vielen Punkten sicherlich darin, dass wir einfach auch eine sehr aufgeheizte politische Situation haben. Und das nicht nur in Deutschland, sondern mit ähnlichen Themen sogar auch in vielen anderen Regionen Europas. Und das bedeutet eben auch, dass wir eine politische Polarisierung haben. Und das motiviert offensichtlich viele Leute oder das zieht offensichtlich viele Leute dann auch an die Wahlurnen. Das ist für mich eine Erklärung, diese politische Polarisierung. Die andere Erklärung ist, dass vielleicht auch viele Menschen spüren, dass Europa oder auf Europa in den kommenden mindestens 5 Jahren, aber wir schauen jetzt mal auf die neue Legislatur, einfach eine viel, viel gewichtigere Rolle zukommt. Es gibt einige politische Herausforderungen und wir müssen, glaube ich, zukünftig viel mehr Dinge auf europäischer Ebene regeln als nationalstaatlich. Ich habe gerade heute Morgen in einem Podcast aus den USA gehört, da sprach man von generational Angst. Also offenbar spürt auch die Bevölkerung, ganz egal welche Generation das heute betrifft, die Amerikaner reden von Angst, aber mindestens eine Unruhe. Ob das die ganz jungen Menschen sind, die nicht wissen, was sie erwartet, die ganz Alten vielleicht sind ein bisschen irritiert von der Einwanderung immer noch und die anderen von all den Dingen, die dazwischen liegen. Carsten, die Befürchtung war ein deutlicher Rechtsdruck und vor allem jetzt auch übertragen auf die in Frankreich und England anstehenden Wahlen, möglicherweise auch auf die im kommenden Jahr in Deutschland. Wie sind die Ergebnisse einzuordnen? Und von mir noch eine ganz persönliche Frage. Könnte man annehmen, dass das mal so ein Warnschuss des Wählers vielleicht war? Ja, dann aber doch, wenn es um sein eigenes Land geht, ein bisschen oder dann die Realität sozusagen im eigenen Land geht, etwas gemäßigter wählen wird?
Ja, das ist die ganz große Frage. Man muss ja sagen, auch das war ja ein Grund für diese große mediale Aufmerksamkeit, die die Wahlen im Vorwege erfahren haben. Dieses Thema Rechtsruck war ja eigentlich das große Schlagwort oder die große Schlagzeile in diesem Kontext. In meinen Augen sind die Ergebnisse jetzt erwartungsgemäß ausgefallen, so möchte ich das mal ausdrücken, aber nicht gravierender. Und das ist vielleicht auch schon mal ein positiver Aspekt. Wir sind jetzt nicht negativ überrascht worden von noch viel größeren Anteilen rechtsorientierter Parteien, als das ohnehin erwartungsgemäß war. Wir haben ja tatsächlich auch in Europa im Parlament etwas andere Mehrheitsverhältnisse. Es ist nach wie vor so, dass die bürgerliche Mitte, das ist die EVP, die Europäische Volkspartei, zu der also aus der deutschen Perspektive die CDU-CSU gehört, eine komfortable Mehrheit hatte und die immer noch hat, die sogar leicht ausbilden konnte. Demgegenüber haben auch die rechten Parteien, das sind auf europäischer Ebene vor allen Dingen die EKR und die ID, auch leicht zulegen können, haben aber insgesamt weniger als 20%. Das liegt natürlich auch daran, dass und auch das ist natürlich dieses Spannungsfeld, was sich da zeigt, dass eben diese beiden rechtsorientierten Fraktionen auf europäischer Ebene die AfD ja nicht mehr in ihren Kreisen haben wollten. Und insofern das gute Wahlabschneiden der AfD in Deutschland also in diesem Kontext auf europäischer Ebene zumindest nicht dazu beigetragen hat, dass der rechte Rand eben noch stärker wird. Zumindest nicht im Sinne einer zusammengefassten Fraktion. Man muss natürlich auch sagen, und das relativiert dann auch diese Angst vor einem Rechtsruck ein Stück weit, das, was wir ursprünglich als rechte Parteien betrachten oder immer noch als rechte Parteien betrachten, in Frankreich beispielsweise Marine Le Pen, Rassemblée Nationale oder auch Giorgia Meloni in Italien mit den Fratelli d'Italia, die sind immer noch sehr weit rechts einzuordnen. Die haben auch sehr polarisierte Positionen teilweise, aber sie wollen zumindest größtenteils nicht mehr aus der EU austreten und auch nicht mehr aus dem Euro. Das nimmt der ganzen Thematik natürlich gerade auf europäischer Ebene so ein Stück weit auch die Brisanz. Und ich glaube, man kann gar nicht so große Rückschlüsse aus dieser Europawahl auf nationale Wahlen ziehen. Der erste Lackmustest, den werden wir ja jetzt sehen, eben mit der Abstimmung, die in Frankreich auf uns zukommt, über die wir gleich nochmal reden. Ja, du hattest ja auch, glaube ich, noch einen Slide vorbereitet zur Zusammensetzung des Europaparlamentes nach der Wahl. Genau, vielen Dank, wenn wir den nochmal ganz kurz sehen können. Das ist die, und das hat tatsächlich auch einige Tage jetzt mittlerweile gedauert, um die amtlichen Ergebnisse zu haben. Das ist die Sitzverteilung und man kann eben sehen, der ganz große dunkelblaue Block in der Mitte der Kurve, ganz oben, das ist eben die EVP und rechts daneben die etwas helleren blauen Positionierungen, das sind diese die ID und die EKR, also die eher weiter rechts einzuordnenden Fraktionen. So sieht das also aus. Wie geht es aber weiter, Carsten? Wann können das neu zusammengesetzte Parlament, so wie wir es dort jetzt sehen, und die neue Kommission vor allem ihre Arbeit aufnehmen? Ja, die Frage ist umso wichtiger, als wir ja schon festgestellt haben, dass wirklich die Themenliste lang ist und die Herausforderungen sehr lang sind. Jetzt dauern natürlich politische Prozesse auf europäischer Ebene auch noch so ein bisschen länger, als das vielleicht in Nationalstaaten der Fall ist. Fakt ist, das neue Parlament wird Mitte Juli das erste Mal zusammentreten. Und es hängt davon ab, inwieweit man sich jetzt auf Ebene oder im Kontext der nationalen Regierung, die im Moment darüber beraten, wie die Posten der neuen EU-Kommission vergeben werden, wie schnell und inwieweit man sich da einigen kann. Und dann könnte möglicherweise in der ersten Parlamentssitzung Mitte Juli auch die neue Kommission schon gewählt werden. Und gehen wir mal in medias res. Welche inhaltlichen Schwerpunkte sind denn zu erwarten, Carsten, beziehungsweise was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich am meisten interessiert, welche Rolle spielt die Brüsseler Politik für Deutschland? Ja, auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe das eben ganz am Anfang schon mal erwähnt. Wir beschäftigen uns natürlich zurzeit mit ganz, ganz vielen politischen, teils hochemotionalen Themen. Wir haben die immer wieder auch in diesem Kapitalmarktausblick angesprochen. Und man muss ehrlicherweise sagen, auch wenn wir ja international einen Hang zum Protektionismus sehen und einen Hang wieder Richtung Nationalstaat sozusagen, also Dinge wieder selber zu regeln, müssen wir ehrlicherweise sagen, wir haben gerade auch auf europäischer Ebene, und das ist ein Spiegelbild eigentlich der weltpolitischen Entwicklung und der globalen Entwicklung, einige Themen, wo wir einfach anerkennen müssen, die können wir auf nationalstaatlicher Ebene gar nicht vernünftig regeln. Das müssten wir mindestens in einem möglichst starken und in wesentlichen Punkten hoffentlich geeinten Europa erledigen. Idealerweise müssten wir das global tun. Und die Themen sind vor allen Dingen 5 bis 6 wirklich schwergewichtige. Das sind keine unbekannten, aber um sie vielleicht kurz nochmal zu nennen. Es geht natürlich seit dem Ukraine-Konflikt vor allen Dingen um das Thema Sicherheit und Verteidigung auch in Europa.
Wir stehen ja auch noch im Angesicht der US-Wahl, die im November stattfinden wird. Und wir können uns alle vorstellen, dass sollte Donald Trump neuer alter Präsident werden, genau dieses Thema Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit in Europa nochmal eine ganz andere Brisanz erfährt. Also ganz wichtiges Thema für die neue Kommission. Das, was sicherlich die Gesellschaften am meisten polarisiert hat in Europa, ist das Thema Migration. Übrigens auch weltweit. Das ist in den USA auch ein riesengroßes Thema. Und entsprechend brauchen wir hier auch einfach eine klare politische Leitlinie, mit dem Thema Migration umzugehen auf der einen Seite und mit dem allgegenwärtigen Arbeitskräftemangel auf der anderen Seite. Das sind zwei Themen, die sich ja durchaus bedingen. Es geht natürlich um das Thema Handelskonflikte. Donald Trump haben wir schon erwähnt. Das könnte nochmal ganz neu und wichtiger auf die Agenda kommen. Und die Positionierung Europas im Vergleich oder in der Kooperation mit China, in der Zusammenarbeit mit China. Es geht um neue Technologien, künstliche Intelligenz, die Regulierung, den Einsatz und die Entwicklung. Auch das ist ein politisches Thema. Und es geht natürlich auch um einen Aspekt, den wir hier schon ein paar Mal angesprochen haben, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Und gerade wir aus der Finanzbranche haben da insbesondere die Kapitalmarkt- und Bankenunion auf europäischer Ebene im Blick. Wenn wir die realisieren könnten oder diesem Schritt zumindest ein großes Stück weiterkommen könnten in den nächsten 5 Jahren, dann wäre das ein ganz, ganz wichtiger Schritt zur Erhöhung der Standortqualität oder der Standortwettbewerbsfähigkeit. Und vielleicht ein Aspekt, das soll jetzt keine Reihenfolge sein, aber natürlich geht es auch weiterhin um den Klimawandel und den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Und das ist auch ein Aspekt, den man international kooperiert auf höherer Ebene behandeln muss. Carsten, wir sprachen über die bemerkenswerten Europawahlen. Unser Thema ist ja heute sehr politisch beeinflusst. Fokus Frankreich, vorgezogene Parlamentswahlen. Carsten, der französische Präsident Macron hat ja mit der Ankündigung dieser vorgezogenen Neuwahlen überrascht. Was könnte dabei sein Kalkül gewesen sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist tatsächlich die eigentliche Überraschung. Also das war viel überraschender, dass Macron das Herz in die Hand genommen hat und so wirklich überraschend und unerwartet Neuwahlen angekündigt hat. Seitdem das der Fall ist, spekuliert man auch darüber, was denn sein Kalkül sein könnte. Die Neuwahlen finden jetzt statt am 30. Juni, in Frankreich ja immer in 2 Wahlgängen, am 30. Juni und am 7. Juli. Und zu den Motivationen, die Macron möglicherweise getrieben haben könnte, gibt's unterschiedliche Varianten. Vielleicht sind 3, ich möchte einfach nur mal 3 nennen, die möglicherweise realistisch sind tatsächlich. Vielleicht war es ein bisschen Überrumpelungstaktik. Also er hat ja ganz Europa überrumpelt so ein bisschen mit dieser Entscheidung. Möglicherweise war sein Kalkül auch Frankreich, die Parteienlandschaft, vor allen Dingen vielleicht Marine Le Pen und ihre Partei so ein bisschen zu überrumpeln. Mit dem Kalkül, dass er möglicherweise gewinnen könnte. Wenn wir uns die Umfragen anschauen, dann sieht das zurzeit nicht so aus. Es gibt eine ganz klare Mehrheit, zumindest in den Umfragen eben für Marine Le Pen und die Rassemblée Nationale. Möglicherweise könnte auch eine Rolle gespielt haben, dass die Regierung, die in Frankreich unter Präsident Macron amtiert, schon lange eine Minderheitsregierung ist, also keine Mehrheit mehr hat. Und man auch da eine starke Polarisierung sieht, also rechte und linke Ränder werden deutlich schwergewichtiger. Und es hätte im Herbst ohne diese angekündigte Neuwahl möglicherweise zu einem Misstrauensvotum gegen die Regierung kommen können und dann eben eine neue Wahl aus einer dann noch schwächeren Position heraus. Vielleicht wollte er dem zuvorkommen. Und vielleicht geht es auch darum, einfach zu sehen, selbst wenn jetzt eine neue Regierung in der Parlamentswahl oder das Ergebnis dieser Parlamentswahl ist, Macron wird ja aller Voraussicht noch bis 2027 Präsident sein. Der Präsident wird ja direkt gewählt in Frankreich und vielleicht ist auch ein Kalkül, die neuen politischen Kräfte, also Marine Le Pen und Parteikolleginnen und Kollegen, so ein Stück weit vielleicht in 3 Jahren Regierungsarbeit zu zermürben, so ein bisschen zu entzaubern, um ihr dann die Chancen zu nehmen, in 2027 neue Präsidentin zu werden. Alles mögliche Erklärungsansätze. Ja, na ja, du hast es erwähnt, es könnte also tatsächlich darauf hinauslaufen, dass Marine Le Pen und ihr Rassemblement National stärkste Partei werden. Aber welche Szenarien, Carsten, sind denn zum Wahlausgang denkbar und welche Folgen hätten diese für Frankreich und vor allem darüber hinaus für ganz Europa?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer abschätzbar, weil wir eine Situation haben, die in Frankreich auch noch nicht so oft vorgekommen ist und gleichzeitig wir eben neue politische Kräfte haben, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. Gleichzeitig auch noch ein sehr besonderes Wahlsystem haben in Frankreich. Das macht Vorhersagen relativ schwierig. Die Umfragen zumindest sehen eine ganz klare Mehrheit für die Partei Marine Le Pen, über 30%. Zweitstärkste Kraft, wenn man das so nennen möchte, ist ein Linksbündnis. Also einige Parteien vom linken Spektrum der politischen Szenerie, die sich zusammengefasst haben, die aber eigentlich nur ein erklärtes Ziel haben, und das ist, die rechte Seite in der Regierung zu verhindern. Also die haben ansonsten inhaltlich gar nicht so viele Gemeinsamkeiten. Und erst dann kommt die Partei von Macron. Und es sieht eben zumindest gemäß der Umfragen ganz klar so aus, als wenn wir eine neue Regierung und auch eine wechselnde Mehrheiten im Parlament bekommen. Möglicherweise ist das Szenario einer sogenannten Kohabitation wahrscheinlich. Das heißt, der Präsident kommt aus einem politischen Lager und die Regierung, die versammelte Regierung inklusive MinisterpräsidentInnen aus einem anderen politischen Lager. Und da kann man sich natürlich vorstellen, das bedeutet für Frankreich durchaus ein Stück weit politischen Stillstand. Das ist genau das, was wir eigentlich nicht brauchen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, was Europa für große Herausforderungen hat zurzeit. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein weniger gutes Ergebnis dieser möglichen Parlamentswahl. Tatsächlich muss man sagen, der Ausgang ist unsicher. Die Unsicherheit ist auch sehr, sehr groß, was das politische Umfeld betrifft natürlich, aber auch was die Kapitalmärkte betrifft. Und das kann man ganz klar auch zeigen. Dafür habe ich auch noch mal einen Chart mitgebracht. Das, was man hier erkennen kann, sind die sogenannten Risikoprämien französischer Staatsanleihen. Das ist die untere, die blaue Kurve. Und italienischer Staatsanleihen, das ist die obere Kurve, die türkise, im Vergleich zu Bundesanleihen. Also Bundesanleihen haben ja nach wie vor die beste Bonität. Der Bund zahlt die niedrigste Rendite, wenn er eine Anleihe ausgibt. Alle anderen europäischen Staaten zahlen etwas mehr. Und die Dimension dieses Mehr, das ist eben die Risikoprämie, wie man sie hier erkennen kann. Und man kann ganz klar sehen, dass die dunkelblaue Linie Risikoprämien französischer Staatsanleihen mit dieser Ankündigung von vorgezogenen Parlamentswahlen deutlich angestiegen sind auf ein Niveau, das wir tatsächlich in den letzten Jahren nicht hatten. Nur 2011 im Zuge der letzten Staatsschuldenkrise innerhalb der Eurozone. Und nicht nur das, sondern eben auch die italienischen Risikoprämien sind deutlich angestiegen, wie man sehen kann. Und auch die Risikoprämien anderer sogenannter Peripheriestaaten. Also man sieht schon, es ist eine Unsicherheit da. Es besteht sicherlich auch das Risiko, ich würde das nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versehen, aber es besteht das Risiko, dass aus dieser Entwicklung heraus eine neue Euro-Vertrauenskrise entstehen könnte. Man darf nicht vergessen, die Verschuldung in Frankreich ist relativ hoch. Marine Le Pen plant, ob sie es umsetzt, ist immer eine zweite Frage auch. Das ist eine Unsicherheit. Aber sie plant zumindest, die Staatsausgaben zu erhöhen, Renteneintrittsalter wieder zurückzunehmen, Sozialausgaben auszuweiten. Das kostet Geld. Bei einer ohnehin hohen Verschuldung. Und es gibt auch schon die erste Ratingagentur, die angekündigt hat, Frankreichs Rating on watch zu setzen, also zu überprüfen und möglicherweise herabzustufen. Und daran kann man erkennen, es ist nicht nur die Politik, die hier verunsichert ist, sondern es geht tatsächlich auch ganz klar um handfeste wirtschaftliche Entwicklungen natürlich auch und auch um Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Ganz kurz vielleicht noch einen Punkt. Was würde es bedeuten, wenn Marine Le Pen neue Ministerpräsidentin würde und die Regierung stellen könnte? Wie gesagt, sie will nicht mehr austreten aus dem Euro und auch nicht aus der EU. Aber sie fährt natürlich einen europakritischen Kurs. Sie fährt vor allen Dingen einen deutschlandkritischen Kurs. Wahrscheinlich würden Kooperationen oder möglicherweise, muss man sagen, es ist, wie gesagt, alles sehr unsicher. Möglicherweise würden Kooperationen etwa, um Kampfflugzeug zu entwickeln oder einen Panzer zu entwickeln, gestoppt werden. Es könnte darauf hinauslaufen, dass die Unterstützung Frankreichs für die Ukraine zurückgefahren wird. Es könnte auch Widersprüche geben in der Außenpolitik, weil Macron immer noch Präsident ist, im EU-Rat beispielsweise zugegen ist, auf Ministerebene aber dann eben Minister der anderen politischen Parteien zugegen wären. Also insgesamt muss man sagen, wäre sicherlich die Situation in Frankreich ein ganzes Stück weit unsicherer. Aber man muss erst mal sehen, wie die Wahlen ausgehen. Und man muss dann erst mal sehen, sollte es eine neue Regierung werden, inwieweit sie tatsächlich das, was sie vorher angekündigt haben, auch umsetzen können oder wollen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schauen Sie sich unbedingt dieses Schaubild noch mal an. Für mich manifestiert das geradezu sozusagen Politik oder Wirtschaftspolitik zum Anfassen. Also welche Taten und welches Wahlprogramm hat welche Auswirkung? Das ist jetzt natürlich vorweggenommen auf die Realwirtschaften. Was Sie da sehen, sind natürlich die Kosten der Verschuldung des Staates. Genau.
die hochgehen. Insofern kann man das ja auch so ein bisschen als Pessimismus werten, durchaus. Nun sind wir im Moment in einem Superwahljahr und ich spreche jetzt nicht auf die anstehenden Wahlen in den USA an. Darüber werden wir sehr, sehr wahrscheinlich in einem der kommenden Kapitalmarktausblicke noch im Detail zu sprechen kommen, sondern es geht uns um die Parlamentswahlen in Großbritannien. Ich meine, am 4. Juli wird dort gewählt, Carsten. Und zwar, es wird früher als erwartet gewählt. Welche Rolle spielen denn die Entwicklung dort für Festland Europa, insbesondere jetzt nach dem Brexit, wo man ja so ein bisschen England fast schon aus dem Blickfeld verloren hat? Ja, man hat England so ein bisschen aus dem Blickfeld verloren. Gleichwohl tut das allen Beteiligten weh. Das muss man als Ergebnis des Brexit festhalten. Es gibt ja in Großbritannien mittlerweile durchaus auch eine Mehrheit, die im Nachhinein betrachtet einen Brexit gerne verhindert hätte oder möglicherweise den Brexit auch wieder verändern möchte, also sozusagen zurückabwickeln möchte. Das wird sicherlich nicht so kommen. Man muss ganz klar sagen, die Parlamentswahl in Großbritannien, auch da gibt es ganz, ganz starke polarisierende Kräfte. Wir haben aber keine neuen Parteien, die eine ganz große Rolle spielen. Es geht vor allen Dingen jetzt darum, die alte, 14 Jahre amtierende Regierung der Tories, also der Konservativen, die wahrscheinlich abgelöst wird durch Labour. Labour und Tories sind ja die klassischen großen Parteien in Großbritannien. Am 4. Juli findet die Parlamentswahl statt, nachdem der amtierende Ministerpräsident am 30. Mai den König Charles III. Gebeten hat, das Parlament aufzulösen. Und die Themen, die besonders relevant sind, sind vor allen Dingen innenpolitisch. Die sind vergleichbar mit denen, die in Europa eine Rolle spielen, in Deutschland auch, aber sie sind vor allen Dingen innenpolitisch. Es geht um die Lebenshaltungskosten, also das Ergebnis der erhöhten Inflation der letzten Jahre. Es geht um die Verfassung der Wirtschaft an sich. Es geht auch um Migration. In den USA ein Thema, in Europa ein Thema. Offensichtlich überall zurzeit spielt es eine große Rolle. Und es geht gerade in Großbritannien auch um das Gesundheitswesen, das denkbar schlecht aufgestellt ist und das ja übrigens anders als Boris Johnson das angekündigt hat mit dem Brexit, nicht verbessert worden ist. Die Idee war ja damals, das Geld nicht mehr nach Brüssel zu überweisen, sondern ins Gesundheitssystem zu stecken. Das hat offensichtlich bisher nicht funktioniert. Es sieht also so aus, als wenn Labour wahrscheinlich einen Erdrutschsieg einfahren wird. Die Umfragen liegen so bei um die 40% versus um die 20% für die Tories. Und die Vorhaben, die Labour angekündigt hat, sind Dinge, die wir auch kennen aus Deutschland. Schnellere Planungsverfahren, öffentliche Investitionen, die angeschoben werden sollen. Im Grunde genommen so eine Art Industriestrategie, wie wir sie eben auch aus anderen Teilen der Welt kennen. Man muss sagen, wahrscheinlich wird da der ganz große Fokus liegen. Auch hier ist die Frage, was wird dann tatsächlich umgesetzt werden nach der Wahl? Und die Frage, die uns natürlich insbesondere interessiert, wie wird Großbritannien im europäischen Kontext sich verhalten? Rückt es vielleicht wieder etwas näher ran? Das ist eine unbekannte Komponente. Also der Brexit wird mit Sicherheit nicht zurückabgewickelt. Das ist auch überhaupt gar nicht der Plan von Labour. Im Gegenteil, die Nummer drei in Großbritannien unter den Parteien, das ist die Partei von Nigel Farage, der große Brexit-Befürworter. Also es gibt immer noch rund 20% der Briten, die sagen, das ist genau die richtige Idee. Also da wird sich wahrscheinlich gar nicht viel dran ändern. Trotzdem müssen wir hoffen, und wir haben noch mal ganz zurück zum Anfang natürlich über diese Herausforderungen gesprochen, die wir nur im europäischen Kontext gut zufriedenstellend lösen könnten. Idealerweise würden wir einige von diesen Themen vielleicht auch in engerer Kooperation mit Großbritannien lösen. Das ist jetzt eher noch ein Wunschdenken, aber man muss einfach sehen, wie sich die neue Regierung fokussiert und welche Themen sie dann möglicherweise auch näher wieder mit Europa zusammenarbeiten lässt. Frappierend fand ich an dem Zusammenhang, dass just sehr kurz nach den europäischen Parlamentswahlen auch die Auswirkungen auf das englische Pfund eklatant war, ja, sozusagen. Kommen wir zu unserem letzten Kapitel, sehr geehrte Damen und Herren, die weiteren Perspektiven an den Kapitalmärkten. Carsten, man sagt, politische Börsen haben kurze Beine. Trifft das angesichts der Fülle der verschiedenen politischen Einflüsse derzeit auch noch zu? Und insbesondere würde mich interessieren, wie steht es denn um die Einflussnahme der Zentralbanken und deren Unabhängigkeit in dem
Zusammenhang? Ja, eine sehr gute Frage. Also politische Börsen haben kurze Beine. Ich glaube, das stimmt schon. Man kann das vielleicht daran erkennen, dass wir unglaublich viele politische Einflussfaktoren zurzeit haben. Mhm. Angefangen von geopolitischen Entwicklungen. Den Ukraine-Konflikt, natürlich auch eine hochpolitische Entwicklung. Die Positionierung zu China, die ganzen Themen innenpolitisch, die die Menschen bewegen, die wir eben gerade schon angesprochen haben. Also hochpolitische Zeiten. Trotzdem, um das einfach mal so als Gradmesser zu nehmen, stehen wir an den Aktienmärkten international immer noch relativ hoch. Nicht mehr ganz auf den Allzeithochs, die wir vor kurzem hatten, aber immer noch relativ hoch. Also es sieht in keinster Weise so aus, dass die Kapitalmärkte sich jetzt überrannt fühlen, überrumpelt fühlen von diesen ganzen geopolitischen Themen und die positive Zukunft nicht mehr sehen. Nein. Und ich glaube, insofern stimmt dieser Spruch, es kommt immer darauf an, wie entwickelt sich die Konjunktur am Ende und dann, wie entwickeln sich Unternehmensgewinne. Und das war bisher eben noch ganz ordentlich. Aber ich würde jetzt vielleicht sagen, viele kurze politische Beine machen dann auch lange Beine. Natürlich spielt die Politik eine ganz große Rolle und vor allen Dingen in Form eines ja immer weiter über den Märkten schwebenden Damoklesschwert. Also das ist natürlich ein Risikofaktor, der einfach auch dafür sorgt, dass wir auch was politische Entscheidungen angeht, eine Unberechenbarkeit haben. Das ist natürlich Gift für die Wirtschaft. Wir haben über das Geschäftsmodell Deutschland schon ein paar Mal gesprochen. Das ist in anderen Volkswirtschaften teilweise nicht anders. Also das bremst einfach die Entwicklung ein Stück weit aus. Aber wir haben eben auch ein bisschen Gewöhnungseffekte. Wenn wir die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts zum Beispiel nehmen, dann muss man sagen, Deutschland kann mittlerweile ganz gut fast ohne russisches Gas leben. Auch die Lieferkettenprobleme, die entstanden sind, die kurzfristig entstanden sind, die sind mittlerweile ausgemerzt. Also die Wirtschaft ist anpassungsfähig. Und damit kann man auch sagen, dass sich die Kapitalmärkte ein Stück weit eben an diese politischen Risiken gewöhnen. Aber sie sind immer da und sie können immer natürlich auch für negative Effekte sorgen. Wenn wir die Konjunktur mal anschauen, ich habe das gesagt, das ist einer der wesentlichen Einflussfaktoren, dann gibt es ein bisschen positive Nachrichten für Deutschland zu verkünden. Das IFO-Institut hat die neuesten Konjunkturprognosen veröffentlicht mit einem leichten Plus. Man erwartet jetzt 0,4% Wachstum in diesem Jahr anstatt 0,2. Das ist immer noch die rote Wachstumslaterne, aber es ist immerhin schon ein bisschen dynamischer. Wenn wir gerade mal auf die Grafik schauen können, der neueste IFO-Geschäftsklimaindex, der wurde gerade kürzlich veröffentlicht. Da kann man sehen, die dunkelblaue Linie, die ist ein bisschen nach unten gelaufen. Also er ist ein bisschen schwächer ausgefallen wieder. Wir sind insgesamt immer noch auf einem schwachen Niveau, also weit entfernt von einer Euphorie. Aber die obere Kurve zeigt den Dienstleistungssektor und da haben wir eine ganz ordentliche Entwicklung. Also es gibt Bereiche in der deutschen Wirtschaft, die laufen ganz gut. Und die Perspektive ist weiterhin, dass wir einen leichten konjunkturellen Aufschwung sehen werden. Und das dürfte auch die Börsen unterstützen. Europäische Zentralbank, weil du das angesprochen hattest. Man kann die politische Unabhängigkeit sicherlich in Frage stellen. Um vielleicht nochmal zurückzukommen auf die größte Drohkulisse, die aus der Frankreich-Wahl herauskommen könnte, nämlich eine neue Euro-Vertrauenskrise. Ja. Mit Sicherheit würde die EZB nicht sofort eingreifen, wenn die Risikoprämien, die wir gezeigt haben, noch so ein bisschen weiter auseinanderlaufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die EZB eingreifen würde, wenn es zu dramatischen Entwicklungen und Turbulenzen an den Märkten kommen würde. Die Hoffnung ist, dass vorher die Kapitalmärkte schon durch diese Signale, wie wir sie dargestellt haben, durch höhere Risikoprämien signalisieren, vielleicht auch einer neuen Regierung, dass sie nicht einfach so weiter Ausgaben erhöhen kann, die Einnahmen absenken bei dem Schuldenstand. Das wird nicht funktionieren. Im Notfall aber, glaube ich, würde und müsste die EZB eingreifen. Und allein das ist ein Punkt, wo man sagen kann, die reine politische Unabhängigkeit ist natürlich nicht mehr gegeben. Wenn es darum geht, und das ist ja auch ein Auftrag der EZB, die Eurozone in ihren bestehenden Grenzen zu erhalten, dann muss sie möglicherweise immer wieder auch aus politischen Gründen ihre Zinspolitik verändern. Nun hatten wir vergangene Woche hier in Nordeuropa Midsommer. Wir läuten also mit unserem heutigen Kapitalmarktausblick das zweite Halbjahr ein, Carsten. Wir haben viel über Wirtschaft gesprochen heute. Was können denn Anlegerinnen und Anleger im zweiten Halbjahr tatsächlich an den Börsen erwarten? Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, weiterhin einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir haben über ganz, ganz viele Entwicklungen gesprochen, die unberechenbar sind, die aber potenziell große Auswirkungen haben könnten auf die Kapitalmärkte, aber nicht müssen, wie wir das ja im ersten Halbjahr auch gesehen haben. Die ersten 6 Monate sind ja ausgesprochen gut verlaufen an den Kapitalmärkten, besser auch, als wir das erwartet haben, trotz dieser ganzen Ungewissheiten. Und ich glaube, weiterhin kühlen Kopf zu bewahren, ist die erste gute Strategie oder die erste gute Empfehlung. Zweitens muss man sagen,
neben der schon angesprochenen konjunkturellen Entwicklung, neben den Unternehmensgewinnen, wird weiterhin die Zinsseite das A und O bleiben. Und wenn wir da mal auf die nächsten Monate schauen, dann gehen wir weiterhin davon aus, dass die EZB 2 bis wahrscheinlich maximal 3 Zinssenkungen noch umsetzen kann in diesem Jahr. Das hängt auch davon ab, ob die US-Notenbank Fed 1, 2 oder möglicherweise keinmal die Zinsen senkt. Das ist auch noch offen. Aber es wird weitere Zinssenkungen von Seiten der EZB geben. Und wir denken, dass in dem Zuge auch die Renditen von Staatsanleihen, also Zinsen am langen Ende, kurzfristig auf die nächsten Monate betrachtet, erstmal weiter sinken. Und das sollte dann natürlich einen stabilisierenden Effekt für die Aktienmärkte haben. Und ebenso dieser leichte konjunkturelle Aufschwung, den wir erwarten. Und insofern sind wir ganz positiv, dass erstens die Zinsen sinken, also wir ein bisschen Kursgewinne auf der Anleihenseite verdienen können. Und dass damit zusammenhängt, dann auch die Aktienkurse sich positiv entwickeln bis Jahresende. Ja, vielen Dank, Carsten. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit heute, Ihr Interesse an unserem, an dem Kapitalmarktausblick von Donner und Reuschel hier in Hamburg. Stellen Sie uns Fragen, gerne auch, was politisch-wirtschaftliche Zusammenhänge anbelangt. Carsten, die beantworten wir genauso gerne. Das war heute ein sehr politisch gefärbter Ausblick. Ich denke, im Juli-Format werden wir mehr wieder ins Granulierte gehen, was die tatsächliche Wirtschaft anbelangt. Vielen Dank an Sie, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir freuen uns, Sie auch das nächste Mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Passen Sie gut auf sich auf.